Servus Leute, was geht ab? Ich bin so Shishamü, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um meine Tabakvorstellung und zwar um den Aquamenta Kamasutra. Ich liefere das Ganze in so Pappkartons. Wenn man es aufmacht, kommt eine Dose heraus. Sieht so aus. Aber ich habe das Ganze umgefüllt in so Tupperdosen, weil ich habe da schon mal den Tabak gelagert gehabt. Da hat sich der Tabak irgendwie verfärbt, deswegen finde ich das suboptimal mit den Dosen. 200 Gramm kosten 17,90 €. Ich zeige mal Schnitt und Feuchtigkeit. Ist ein feiner Schnitt. Der Tabak hat die Molasse sehr gut aufgenommen. Also man hat hier keine überschüssige Molasse. Und ihr seht schon, ich habe schon sehr viel davon weggeraucht. Weil das ist meiner Meinung nach der beste Bärenmix. Es soll Bärenmix sein, Kamasutra. Also nicht das, was ihr denkt. Ja, kommen wir zum Geruch. Geruchlich riecht es einfach nach Waldbeeren, ähnlich wie nur 69 oder wie dieser Berry Bomb. Eis habe ich hier minimal, also das, was ein Aqua hat, ganz normal Aquamenta Kälte, Kühle. Und das Ganze riecht sehr ansprechend, sehr lecker. Gebaut habe ich das Ganze in meiner MIG Limited V2A Tradi. Dem ATH Dar e Hayat Kopf, ja, also der neue ATH Kopf, was ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Kalob Lotus und zwei Kohl. Bevor wir jetzt zum Tabak Review kommen, würde ich sagen, kommen wir zum Kopfbau. Let's go! Kopfbau habt ihr gesehen, also das Ganze schön voll gemacht, Kalot drauf, mit drei Kohlen angeraucht, eine runter gemacht, dann auf Kantenbasis und gib ihm. Das Ganze läuft sehr, sehr geschmeidig. Und Leute, eins vorweg, ich finde, es ist der beste Wildberry Mix, also der beste 069 Ersatz. Besser als 069, besser als Berry Bomb, besser als der ganze andere Waldbeeren-Tabak. Und mir taugt er einfach so sehr, weil bei anderen Kamasutras oder bei Nu 69 etc. pp. Ja, oder bei Berry Bomb habe ich immer dieses Rauchige, was mir überhaupt nicht taugt. Hier ist das Rauchige da, aber nur ganz, ganz minimal. Deswegen finde ich das Ganze sehr lecker und ist auch einfach der beste unter den ganzen Waldbeeren-Sorten. Jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Beim Einzelnen habt ihr eine leichte Kühle bis zum Kehlkopf. Beim Ausatmen habt ihr dann diese Bärennote, aber was für genau Bären drin sind, kann ich nicht definieren. Das Ganze schmeckt sehr süß. Und im Abgang habt ihr was ganz leicht Herbes, gefolgt mit so einem minimal rauchigen Geschmack. Aber ich finde hier die Kombi sehr, sehr gut. Also ich finde es auch gut, dass man das Rauchige nicht so hervorschmeckt. Nur wenn man echt Feinschmecker ist, schmeckt man das auch wirklich raus. Ich weiß, klingt ein bisschen arrogant. Kommen wir mal zur Rauchentwicklung. In Kombination mit diesem Kopf läuft der Tabak wirklich sehr gut. Auch in anderen Funnels mit Alufolie, mit tieferen Funnels, ja, wie Alpaka-Köpfe, läuft das Ganze auch sehr gut. Aber was mich echt überzeugt, ist die Hitzeverträglichkeit von dem Tabak, weil er verträgt sehr viel Hitze, also ihr könnt ihn chillig rauchen, er kocht euch nicht über. Liegt auch daran, dass der Tabak die Molasse sehr gut aufgenommen hat, ist ein guter Tabak wirklich und Aquamenta zählt mittlerweile zu einem der besten deutschen Virginia-Tabakhersteller. Für alle, die es nicht wissen, Aquamenta ist Adalia. Man hat auch nicht mehr die Probleme, was man früher hatte. Also, dass der Tabak kratzt, die ist das. Hat man hier nicht. Er verträgt jetzt super, als wäre es gar nichts. Und das ist auch eine der besten Sorten von Adalia, beziehungsweise Aquamenta, was ich bis jetzt geraucht habe. Er taugt mir wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und wenn ihr Bock habt auf was Fruchtiges, auf nur 69 Ersatz, mit nicht so viel Menthol, wo ihr auch das Süße herausschmeckt,
dann kauft euch das, weil das ist die beste Alternative. So viel auch schon zu Tabak, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ist ein Virginia-Tabak. Super Qualität. Und wenn euch das Video gefällt, mein Freund, könnt ihr mich wie immer unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Review, was ich gedreht habe. Wo es auch Rabatt gibt auf dem Kopf. Super 20. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut's rein. Euer Shisha Mü. Gönnt euch.